komm, was soll's. Ich baue mir erstmal schön einen Helm hier. Lol. Also, du brauchst 5 davon, um sie zusammen zu craften. Ja, aber ich kann ihn in die Luft strecken. Ja, gut. Okay, lol. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. So, habe ich hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nö, ich glaube nicht. Guck mal, was da unten alles auf uns wartet. Ja, ich hab's schon gesehen. Eine ganze Horde. Soll ich mal oben den Stein wegmachen? Kannst ja. Geh weg! Komm, wenn wir sterben ist. Oh, okay, die kommen da echt hoch. Sag ich doch, wenn ich den Stein wegmache, kommen die hoch. Okay, okay. Warte, pack mal. Nein! Okay, 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 dann wird nichts, glaube ich. Doch, klar. Boah, ja, wir haben sie alle umgebracht. Der Schleimi da unten, der kommt nicht hoch. Nee, der packt es irgendwie nicht hier nach oben. Ja. Ich auch nur gerade so, also, das ist echt knapp. So, jetzt packt das. Ja, wenn du es unbedingt noch haben willst. Ja, Glibber kann man immer gut brauchen. Das stimmt wohl. Glibber ist echt das, was wir am seltensten oder am meisten gebraucht hat am Anfang. Wegen Fackeln. Ja. Was ist denn das da für ein Zombie? Der lässt Glibber fallen. Sehr lustig. Hat auch noch gar nicht mal 40 Leben. Tatsache, Glibber 2. Cool. Na gut, ich kenne mich mit dem Update überhaupt nicht aus. Allgemein mit Terraria kenne ich mich nicht aus. Ich habe nicht einmal gegen das Eye of Cthulhu gekämpft. Das habe ich schon mal besiegt, also, aber wo es ganz frisch war, Terraria, da war das alles noch viel, viel einfacher und man kam viel, viel schneller voran. Ja. Von daher. Eigentlich suche ich. Achso, hier, da. Was brauche ich? Mann! Das ist so geil. Ich hätte schon einen Anfall, ey. Vorne Star packe ich mal auch hier rein. Oh, die brauche ich auch nicht. Ich mache einmal in der Truhe, hab ich ein bisschen was voll gemacht. Warum hast du nur überall 2 Fackeln hingetan? Bei Baum. Ja, aber da braucht doch jede Menge Fackeln, das ist doch Quatsch. Die arme Fackel. Kann da auch nichts dafür. Wird übrigens gerade wieder Tag. Juhu! Ach, komm. Aber noch wollen die Zombies was. Ja, die wollen dich. Merk's gerade. Genau, ein Schaden mal jedes Mal mit jedem Stich. Yay. Juhu. Ja, das liegt daran, weil das ein richtig schlechtes Schwert ist. Also das ist grau. Broken Copper Sword. Minus 40 Damage, minus 20 Knockback. 40% jeweils. Das ist richtig mies, was ich da hier am Anfang hab. Okay, ich mach Licht und du musst mich durchleiten. Okay. Der Herr mit dem Licht. Aber ich glaube, hier irgendwann geht's glaube ich nicht mehr sinnvoll weiter. Wir werden es schaffen. Ja, da unten ist Ende. Oh Mann. Können wir uns einfach so durchbuddeln. Könnten wir tun, ne? Ja, erstmal schön reinspringen, dass beide mal ein bisschen Damage nehmen. Ja. Bei mir ist auf jeden Fall meine Pickaxe effektiver als. Da kommt ein Zombie. Ja, ich weiß. Aua. Ich hab gerade extrem wenig Lach. Ich hab auch nur 39. Ich hab auch nur 39. Oh fuck. Ich hab 21, Scheiße. Warum springt der so viel? Nein, 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 nein. Boah. Komm schon. Nee, ich glaub da unten bleibt er hängen, weil da so ein Überhang ist. Der kommt da nicht hoch. Da kommen wir aber nicht mehr hoch, wenn du den Überhang jetzt wegmachst. Oh, Zombieline hier auf der anderen Seite. Ja gut, aber die müsste gehen. Oh, ja. Das habe ich die Tür weggemacht. Ja, super. Ich wollte ja echt nur hauen, aber ich habe mich voll drauf gezielt, aber die Tür weg. Sehr gut. Oh, erstmal. Oh, hier geht's noch anscheinend noch weiter. Ja, da ist noch eine Kiste. Lol. Nimm du mal, ich hab schon eine. Okay. Bringt denn das?
Weiß nicht, was was bringt. Ich kann da nicht drauf zugreifen. Boah, die Übersetzung ist mal wieder so Premium, ne? Spiel auf Englisch, weil die Übersetzung total von Arsch ist. Ja, also ich habe 89 Robes, 4 schwache Heiltränke. Und ein Umbrella. Die Umbrella sind cool. Musst du mal die Hand nehmen und dann irgendwo runterspringen. Ist sehr gut, kannst nicht mehr zu Tode fallen. Okay. Die ist echt lustig. Das ist so dieses typische Comic-Umbrella. Du kannst durch die Gegend fliegen quasi. Ich geh mal weiter nach links, ne? Gleiten. Ja. Sogar ohne Gleitcreme. Der war schlecht. Aber ohne Spaß, ich... daran erinnert, wenn ich so vor... durch... zum Beispiel durchs Bräuningerland laufe und da immer so steht so eine Gleitsichtbrille. Ja gut, das finde ich jetzt... finde ich jetzt nicht so besonders, also... aber ich finde das lustig, wenn ich das mal vorstellen. Ja. Was denn du? Du musst schon die Axt nehmen, wenn du da was kaputt machen willst. Ja, ich habe gerade versucht, den Boden darunter abzuschlagen, aber ich habe ja vergessen, dass es gar nicht geht. Ich kann sagen, solange ein Baum draufsteht, geht das nicht. Ich brauche mehr Holz. Holz für die Welt. Brauchen mehr Holz, tötet mehr Biber. Ja, als ob die irgendwas dazu führen könnten. Ja, aber sowas musste erstmal einfallen, ja? Sowas lerne ich täglich in der Schule. Von Lehrern? Ja. Nee, unser Lehrer sagt immer, geht ins KZ. Aha, Klassenzimmer oder was? Ja, ja. Also wir finden es ja relativ lustig, aber... blöder Lila. Meist ja nicht zu mir, aber... okay. Kriegt ihr jedes Mal was ab, ey? Ja, ich hab auch nur noch 68 live. Ja, inzwischen hast du mehr als ich. Tanks, ne, Tinohr. Schöne Alu. Flieg. Oh. Ja, da springt er erstmal voll auf mich drauf. Du springst aber auch auf den, das ist kein Mario, ne? Ich krieg den da oben. Go, go, go. Ja. Ja, komm her. Sehr gut. Da hab ich Leben bekommen von dem. Ich wette, ich bin der Erste, der verreckt. Bin ich mir nicht so ganz sicher, wieso, wie ich gerade spiele. Moment. Da unten geht's nicht weiter. Nee, hab ich mir schon fast gedacht. Ups. Oh, ist schon wieder Crimson. Guck mal, da links. Ah, da ist schon wieder die Korruption. Nee, das ist Corruption, ist was ganz anderes. Ich glaube, hier ist noch was ganz anderes. Ach so, was ist das da? Da gibt's irgendwelche Spinnen und so eine Scheiße. Oh, da kommt was auf dich zu. Ja, deswegen. Das hatte ich vorhin schon, solche Viecher. Boah, die Musik ist auch irgendwie ziemlich krass. Moment. Okay. Ich wollte gerade fragen, fliehen oder? Ich glaube die... Whoops! The fuck! Nein! Die können da drüber springen, das ist jetzt aber ein bisschen nervig. Moment, komm. Da so. Ja, ich glaube, das wird reichen. Ja. Boah! Au. Boah, ey. Irgendeine komische Spinne, ey, meine Güte. Also rechts und links haben wir direkt so ein komisches Biom, ne? Wir können es eigentlich nur nach unten bauen. Ja, das wäre jetzt auch das einzig Sinnvolle eigentlich. Ja. Noch ein bisschen Holz mitnehmen und dann. Ich habe schon jetzt dann 200 Holz. Ich habe 127. Go! Also das erste, was wir uns machen sollten, sind Schwerter und Spitzhacken. Blueberries. Blueberries? Gibt's jetzt auch? Can be placed. Ich habe Blueberries gerade geerntet, sozusagen. Wollen die nicht irgendwie zur Heilung verwenden? Nee, aber man kann dafür auch aus blaue Farbe machen. Ah, okay. Wo wollen wir uns jetzt runterbuddeln? Oder durch die Höhle dann und dann in der Höhle da unten runter. Irgendwo halt, denke ich.
Okay, dann nehme ich mal an, wir nehmen Glück die Höhle, halt. Weil hier geht es schon ein ganzes Stück runter. Oh. Warte mal. Das reicht doch zwei. Mach du mal links, nicht rechts. Okay. Moment mal kurz in Licht. Ah, da. Sorry. Oh ja, ich sehe schon, das wird lustig. Irgendwann landen wir in der Hölle und einfach nur in Lava schwimmen. Ja, mal Licht hier und so. Irgendwo also, rechts ist Wasser. Wenn wir nur so viel Pech haben, die ganze Welt sollte übersetzt sein von solchen Höhlen und wir graben uns hier runter. Sehr und finden gut. Nur ein bisschen. Da unten rechts ist irgendwas. Ah, das ist die Wasserhöhle, wie ich gerade schon meinte. Ah, hier ist eine Höhle. Ja. Oh. Okay. Gucken, ob wir da etwas Erleuchtung finden. Oh ja, sieht doch das. Bisschen was ist da. Ja, oder du machst das so. Zinnohr. Zinn ist Zinn, gell? Ja, ich glaube, oder Aluminium oder sowas. Okay. Müsste Aluminium sein. Weil Tin Can ist ja auch die Aludose sozusagen. Ah. Ach man, ich krieg's ja nicht mehr hin. So, mal gucken. Boah. Da unten ist noch was. Ja, wollte gerade sagen. Ach, diese blöde Mini-Fitzchen hier. Yay. Ich glaube, mehr ist da gar nicht, oder? Ja, Wasser. Kein Fackeln mehr, oder was? Doch, ich hab schon Fackeln. Ich hab keine. Aber warte, ich kann mal kurz welche. Dann mal ab in die Wasserhöhle. Oh, da geht's ja schon runter. Ja, die habe ich ja gerade schon gesehen. Weiß nicht, ich nicht. Wollen wir jetzt wirklich darüber? Okay. Ja, wir können mal gucken. Ist ja nur eine Jellyfish da. Wie sammelst du eigentlich die ganzen Steine auf? Weiß ich nicht. Schweinerei. Das? Ach so, ein Schleim. Jo. Oh, der Stalker. Der stand hier und hat uns erwartet. Der Jellyfish hat sich übrigens auf das Land gepackt. Hab ich heute schon mal erlebt. Okay, warte mal, was so einfällt. Glowstick! Yay, gut. Okay. Ja, ich hab einen Glowstick. Kann ich eigentlich werfen und wieder aufsammeln? Das wüsste ich gern mal. Ja, kann man. Normalerweise. Hallo? Danke. Aber nö. Bitte. Ach, jetzt hab ich das genommen. Ja, cool. Ich auch vorhin. Wie so ein. Das. Aber nee, irgendwie kann ich den nicht wieder aufsammeln. Also früher ging das, glaube ich, mal. Ja, doof. Ne? Keine Ahnung. Jetzt hab ich den einzigen Glowstick, den ich hab verschmissen. Egal. Wir müssen uns wahrscheinlich da drüben wieder weiter runterbuddeln, oder? Hier scheint ja nichts zu sein. Hier so an der Stelle weiter, oder? Ja. Vielleicht finden wir noch etwas Interessantes. Das wäre echt schön, ne? So ah. Ein paar interessante Sachen zu finden. Irgendwo links von uns ist wieder was. Mal kurz, oder? Moment. Hab ich jetzt zwei gesetzt? Ja, hält. Go. Da unten links leuchtet irgendwas. Das ist auf jeden Fall eine Höhle. Ja, Tatsache. Aber was leuchtet da denn so stark? Das ist eine komische Pflanze, die da wächst. Oh, sehr gut. Tinohr. Bin reingebuddelt. Oh ja, super. Und Sand. Wow!